Willkommen zum ersten Shuttle Webcast. Mein Name ist Tom. Meine bezaubernde Assistentin Katharina hält dir ein ganz besonders kleines XPC-Modell in den Händen, das Shuttle Mini X100. Erste Frage, Tom. Das soll ein PC sein, der ist aber ziemlich klein. Ja, man glaubt es nicht. Also da ist die komplette Hightech drin, die wir in das X100 reingebaut haben. Hat die etwa eine Größe von einem A4-Blatt, ist 5,3 cm hoch oder wie die gelben Seiten von Hamburg. Das ist wirklich unglaublich. Falls man noch nicht mal mehr Platz für ein A4-Blatt auf dem Schreibtisch hat, haben wir die Möglichkeit, das Gerät vertikal hinzustellen. Mit diesem Ständer, genau, findet das Gerät dann selbst auf kleinstem Raum Platz. Also er ist klein und transportabel, also ziemlich praktisch. Aber wie sieht das mit Leistung aus? Auf diesem kompakten kleinen Format, da findet sogar ein Intel Core Duo Prozessor Platz. Das ist ein Prozessor, der hat gleich zwei Kerne, ist dann auch gleich doppelt so schnell. Und das haben wir wirklich auf dieser Fläche von einem A4-Blatt untergebracht. Und für einen Laien, was kann er denn, welche Anwendungsbereiche, was kann ich damit machen? Da das Gerät doch eine sehr schnelle 3D-Grafikkarte schon eingebaut hat, ist es auch für 3D-Spiele geeignet, für den Multimedia-Bereich, für das Heim, für zu Hause oder für den Business-Bereich, um es auf den Schreibtisch zu stellen. Deckt also sehr viele Anwendungen ab. Tom, das hört sich ja alles wunderbar an, aber ich würde gerne das mal sehen. Könntest du mir das zeigen? Wir werden gleich mal ein Spiel starten, wir werden gleich mal die Anschlüsse einzeln nochmal durchgehen. Wir gucken mal, was du denn wo anzuschließen hast und dann zeige ich dir die einzelnen Sachen mal im Detail. Wir haben hier die Frontansicht des X100. Hier ist der Slot-In-Einschub für das DVD-Laufwerk, für den DVD-Brenner. Hier ist der 4-in-1-Card-Reader, ein Knopf, um das Gerät anzuschalten und ein USB 2.0-Anschluss. An der Rückseite des X100 haben wir hier den Stromanschluss. Ein DVI-Ausgang, um da direkt den Monitor anzuschließen. Hier den Gigabit-Anschluss für Netzwerk. Zwei USB-Anschlüsse. Einen optischen Audio-Ausgang, um die Mehrkanal-Soundanlage anzuschließen. Ein TV-Ausgang, um direkt das Gerät an den Fernseher anzuschließen. Andere Audio-Ein- und Ausgänge für Kopfhörer, andere Lautsprecher, ein Mikrofon. Hier noch ein Firewire-Anschluss für die digitale Videokamera. Und noch zwei USB-Anschlüsse. Katharina, das X100 hat vorne einen eingebauten Card-Reader. Ich habe hier eine Digitalkamera und wenn ich jetzt einfach mal ein Bild von dir mache, kann ich dir zeigen, wie man das ausliest. Komm mal mit. Einmal lächeln. Schönes Bild. Das Foto, was ich eben von dir gemacht habe, Katharina, das können wir uns jetzt gleich auf dem X100 mal angucken. Dafür haben wir ja vorne den 4-in-1-Card-Reader, mit dem man dann ganz einfach die Speicherkarten aus der Digitalkamera auslesen kann. Stecke ich einfach vorne rein und kann dann mit dem installierten Programm das Foto ganz einfach anschauen. Das haben wir dann hier. Da haben wir dich schon ganz schnell auf dem Rechner. Das kann man dann ausdrucken, kann das bei irgendeinem Online-Bilder-Service entwickeln lassen oder an Freunde und Verwandte verschicken. Tom, du hast vorhin gesagt, dass man damit auch spielen kann. Kannst du es mal kurz demonstrieren? Ja, kein Problem. Wir haben hier ein aktuelles Fußballspiel installiert. Das läuft jetzt hier auf dem X100. Und ich kann das einfach mal demonstrieren, dass das hier doch ganz vernünftig, ganz flüssig, ohne Probleme läuft. Also ich traue der ganzen Sache noch nicht ganz. Ich habe einen DVD-Player zu Hause, der doppelt so groß ist als der X100. Und das soll qualitativ dasselbe sein? Ja, auf jeden Fall. X100 hat ein DVD-Laufwerk drin, schiebt man die DVD einfach rein, startet die vorinstallierte Software und kann dann ganz schnell, ganz einfach meine DVDs schauen. Katharina, was hältst du denn jetzt von unserem X100? Ja, Tom, ich bin echt beeindruckt. Also neben den klassischen Office-Anwendungen kann ich DVDs abspielen, ich kann meine Musik hören, im Internet surfen, ganz klar. Ich kann Spiele spielen. Er sieht super aus, passt wunderbar in meinem Wohnzimmer. Also ich bin echt begeistert. Ist schon klasse, was da an Technik im X100 drinsteckt, was? Das war unser erster Shuttle Webcast. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.